da oben sind wir gekommen. Dann geht es wahrscheinlich einen anderen Ausgang raus, oder? Wird wohl so sein, hoffentlich. Also vielleicht ging es doch da hinten. Da war ja eine Treppe. Nur da konnte man irgendwie nicht hochgehen. Also nicht weiter. Ja, hier ist alles zugeschüttet. Da geht es nicht lang. Ah, hier ist eine... Ah, jetzt können wir die noch durchsuchen hier. Wo liegt denn der andere? Der andere liegt hier. Nee. Da ist das andere. Die hat noch einiges an Orange dabei. Und hier ist eine Leiter. Da können wir dann hochgehen. Und hier ist noch eine Truhe. Mit noch einer Krankenhausakte. So, und dann gehen wir auch raus. Hier geht's also raus. Okay. Och, nee. Raus geht's hier noch gar nicht. Hier geht's erstmal nur hoch. Ah, und hier ist jetzt der Raum, wo am Anfang das Gitter war. Ja, das Gitter. Doch, das Holzgitter. Wo ich mich gefragt habe, wo auf einmal der Rauch herkam, das ist dann klar. Unten drunter war dann das Feuer, das wir jetzt auch gesehen haben. Und hier geht es jetzt aber, glaube ich, raus, oder? Da ist ja ziemlich verwinkelt hier. Nee. Hier geht es auf jeden Fall nicht raus. Da sind wir falsch. Da sind wir falsch. Da müssen wir da hinten in dem Raum, wo wir gerade waren. Hier kann ich noch was nehmen, aber ich bin hier falsch. Moment. Da müssen wir runter. Ist das hier verwinkelt? So, hier müssen wir jetzt da hochspringen. Geht gar nicht. Aber da sind wir doch hergekommen. Da waren wir da runtergesprungen und dann hier haben wir hier gekämpft. Aber da kommen wir jetzt nicht mehr hoch. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Da müssen wir also doch irgendwie hier weiter. Alter, wie kommen wir hier wieder raus? Zeigt die Map das an irgendwie? Also da auf jeden Fall schon mal nicht. Das sieht mir doch schwer nach Ausgang aus hier, oder? Dann sollten wir einfach nur hier und da rein. Ach ja, hier geht's ja raus. Sieh meine an. Oh, was denn jetzt? Achso, der hat die Welt nochmal neu geladen. Alles klar. Ah ja, und da liegt dann auch nochmal der tote Hund. Aber die beiden anderen haben ja auch nicht überlebt. Na, was war das denn? So, hier ist irgendein Gegner. Oh, das ist ein dicker Gegner. Stirb. Und der kann reden, obwohl das ein Monster ist. Alter, was war das? Ja, dann komm mal nochmal. Hehe. Dann noch schön Igni drauf und so, dann schlagen wir den Kollegen mal. So. Wart mit dem Vieh. Und jetzt hätte ich mal gerne das Zeug untersuchen. Gut, teilweise was Interessantes, teilweise nicht. Aber hier sind noch mehr Monster, so wie es aussieht. Die Minimap zeigt mir mal mehr an, aber jetzt gucken wir erstmal auf der Map, beziehungsweise nicht auf der Karte, sondern hier, was machen wir jetzt als nächstes? Der Fluss der Geheimnisse. Achso, das ist halt mit dem Briefkasten der königlichen Post da. Die Königsmaler, Pokergesicht, Flotsam, das könnten wir mal machen. Dann gehen wir mal zurück in die Kneipe. Wo ist denn die? Auf jeden Fall mal in der Stadt. Dann, ah gut, die Falle war schon deaktiviert. Das ist eine gute Sache. Dann rennen wir jetzt mal so schnell wie möglich zurück ins Dorf und ich überspringe den Weg ganz einfach mal. Komm, da passiert sowieso nichts. Also bis gleich. So, wieder erwarten ist auf dem Weg doch etwas passiert von da hinten zurück hierhin. Ich wurde von zwei Viechern angegriffen. Ich habe die dann kurzerhand mal platt gemacht. Da ist aber dann nichts Interessantes passiert. Also die waren auch nicht stärker als ich oder so. Wir hatten ja noch ein Schwert bekommen da hinten. In einer Truhe von da hinten war das, aber das ist schlechter wie das, was wir jetzt haben. Und wir sind in die Kneipe, da bin ich jetzt schon mal reingerannt. Bevor wir Würfelpoker spielen, reden wir dann nochmal mit Triss. Alles in Ordnung. Wie lebt es sich mit den Soldaten Roches? Toll. Ich kenne so ziemlich alle Fäkalwitze der Welt und weiß nun, dass man den offiziellen Titel des Kaisers rülpsen kann, ohne vorher Bier getrunken zu haben. Außerdem weiß ich, dass der Kurze 16 Kinder hat. Und alle tragen die Namen temerischer Divisionen.
Sein Spitzname rührt übrigens nicht von seinem Geschlechtsteil her. Aber nett, dass du dich um mich sorgst. Deine Stimmung scheint ja prima zu sein. Ich mag sie irgendwie. Es sind gute Menschen. Einer hat mir sogar einen Antrag gemacht. Wer ist der Wagemutige? Das behalte ich für mich. Ich dachte, dass Roches Jungs wenigstens ein klein wenig Respekt vor mir hätten. Das Pogrom in Riva, ich weiß wieder alles. Der Pöbel, abgeschlachtete Anderlinge, ein Junge mit einer Mistgabel. An was erinnerst du dich noch? An den Tod. Oder einen ähnlichen Zustand. Ich weiß nicht genau. Ich spürte, wie mein Leben entweicht. Ich war dort. Nur einen Augenblick danach. Zu spät. Ach, das sind nur Erinnerungen. Wir haben jetzt ganz andere Sorgen. Ist erst mein Gedächtnis zurück, finde ich Antworten auf viele Fragen, die die Gegenwart betreffen. Das spüre ich. Gut, dann freue ich mich darauf schon mal. Hier war noch mit den anderen beiden. Ah ne, mit dem haben wir jetzt schon komplett alles geredet, was da geht. Mit ihm. Ich habe mit dem Kommandanten gesprochen. Die Zukunft der Anderlinge in Flotsam sieht nicht gut aus. Der Hunsford wartet nur auf einen Vorwand. Die geringste Provokation von Jovet genügt ihm und er lässt uns bluten. Woher weißt du das? Ich hab's zufällig gehört. Er schlich eines Nachts sturzbetrunken am Hafen herum und redete mit sich selbst. Über eine Welt nur für Menschen. Er lachte und schimpfte in Richtung Gefängnisbarke. Dieser Lump hat irgendwas vor. Jovet spürt das wahrscheinlich und versucht Loredo nicht zu provozieren. Seine Skoyatel könnten aber anderer Meinung sein und schwächere Nerven haben. Okay, gut. Dann hätten wir mit denen mal wieder eine Runde geredet und gehen runter. Dort waren ja die ganzen Würfelpokerspieler, die Quest wollten wir ja jetzt mal machen. Waren das die netten Herren da? Ja, ne? Was? Ah ja. Würfeln wir? Wenn du gegen diese beiden gewinnst. Na super. Das ist sehr spielen wir? Klar. So, dann machen wir die mal fertig. Wir machen einen niedrigen Geldeinsatz. Man weiß ja nie. Beim ersten Mal hat es ja nicht so geklappt und beim zweiten Mal dann super. Was hat er so? Ja, dem seid es viel besser wie unseres. Wir haben gar nichts. Wir können komplett nochmal neu würfeln. Puh, mir bleibt nichts anderes übrig. Wirf die Würfel. Oh, was war das? Na super. Jetzt habe ich nichts mehr. Also, was kannst du nochmal? Du hast verloren. Mach keine Dinge. Wie schmeißt er die aus dem Spielfeld raus? Also, früher war das Würfelpoker immer ziemlich einfach. Das ist jetzt nicht mehr so. So, zack. Ja. Die beiden hier können wir nochmal würfeln. Damit Spieler überlegt. Was hat er denn so? Ja, der hat so ziemlich dasselbe wie mir. Wirf die Würfel. Zack. Ja, das könnte... Das sieht gut aus für uns, glaube ich. Du hast verloren, wieso? Oh, tatsächlich. Na super, wir müssen doch schon wieder spielen. Du hast verloren. Halt deine Fresse. Was? Ach, das ist der falsche Idiot. Gegen den wollen wir. Spielen wir? Klar. Das war irgendwie ein bisschen doof. Wir verlieren ja nur. Bin ich mal gespannt, ob diesmal wieder so aussieht. Was haben wir denn?